Aber den Hammerprügel habe ich auch gegeben. Mhm. Ganz ordentlich. So, App. App. Cooper. App. Ich habe Super Mario 2 echt nur auf dem NES gespielt. Hast du was verpasst? Original aber auch. Ja. Okay, gut. Ich auf dem NES Super Nintendo. Auf dem NES habe ich mal Fußball gespielt. Hm? Soccer, das ganz alte. Ah, okay, ja. Das ist eine Dreier-Disc. App. Komm. Zeigen wir dem Onkel Hayes mal, wie das geht. Ja, sowas will ich auch. Aber ich komme ja noch nicht mal so weit. Guck, hier, ich hab's im Screen. Toll. So, das kann man von hier. Ich glaube, ich mach das erste Level gleich nochmal. Kannst du nicht. Wie, kann ich nicht? Hm, jetzt? Blums, egal. Kannst du nicht, das ist beendet. Ach klar geht das. Nein, du kannst jetzt einen Pilz ausholen. Ah, noch besser. Das eine L auf der Karte. Das wird mir immer ein Dorn im Auge. Das wird meins sein. Aber es kann, nach diesem Level kannst, also nach dieser Welt kann es nur besser werden, also. Mhm. Pick a box. Ich finde, die letzte Tour sollte immer am meisten gehen. Wie hast du die geöffnet? Y. Yes! Ich finde viel schlimmer, ich finde eigentlich, Toad könnte Glücksspieler werden. So. Wie eine Schale, wo ist die Nuss? Wo ist die Nuss, ne? Oh Gott, nein. Yes! Du verballerst auch immer alles sofort, ne? Ja klar. Okay, das ist Schlange, die war Super Mario Bros. 2, ne? Ja. Das sind ja immer so Anlehnungen gewesen. Das ist der Vase. Ja. Oh yeah. Easy. Unser großer Held Luigi. Das ist easy jetzt. Das Schlimme ist, wenn du das schaffst, dann kriegst du einen P-Flügel. Oder? Weiß ich nicht. Gab's nicht für die erste Welt einen P-Flügel am Ende? Was bringt mir das denn? Damit hast du den Schwanz und kannst ein ganzes Level lang konstant fliegen. Du hast also immer die P-Leiste voll. Cool. Also ich möchte zumindest einen für Bowsers Schloss aufbewahren. Das mache ich mir gerne einfach damit. Hm? Das sind so kleine Strategien, die ich... Okay. Ja. Aber sowas ist eigentlich billig, oder? Was? Natürlich sind die billig. Nee, einen brauchen wir in der Eiswelt. Das ist viel wichtiger. Brauchen wir unbedingt, oder was? Also ich würde auf jeden Fall einen aufbewahren wollen. Oh, der schießt! Ja, natürlich schießen die. Die haben Zauberstäbe. Autsch. Oh, denn ein Level in der Eiswelt wird verdammt schwer ohne diesen P-Flügel. Ach, der springt! Mhm, immer wenn du ihn triffst. Nein! Nein! Hinterher! Der fliegt weg! Ja, den hol ich mir. So. Oh, Mann! Mario Start! Wieso springt er denn? Oh, ich kenne dieses Spiel überhaupt nicht, das ist so unfair! Ups! Dup, 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 dup. Hop. Dup, 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 dup. Dup, 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 dup. Hop, 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 hop. Wubidubidu. Okay, jetzt geh ich hier hin. So, jetzt kommen die Dinger da. Will ich hier hin. Hep. Ich finde das schlimm, das kenne ich eigentlich noch besser von der Machart her als das andere Mario. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. Oh Gott. Das geht auch. Im Ducken. Was? Ja, im Ducken springen und dann rutschst du so einen halben Kilometer weit. So, hep. Wow, da habe ich die Bewegung ein bisschen unterschätzt. Hep. Hätte ich das gewusst, dass der einen Sprung macht, dann wäre er ihm. Yay! Ba 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 bam, ba ba bam. Nein! Wie soll ich das aufholen? Ich weiß nicht. Ich frage mich gerade vor allem, ob ich echt Let's Play Together in die Videobeschreibung schreiben will. Hey! Oh, danke, ich bin wieder ich selbst. Danke, hier ist ein Brief von der Prinzessin. Also Luigi mit dem Turban. Ja, so in etwa. Stimmt eigentlich sogar. Ich hab den P-Flügel, gut. Was sagt sie denn? Hm. Geister jagen dich, wenn du dich umdrehst. Ja. Okay. Ah, hier kommt die Sonne. Mhm. Im Käselevel. Ach, hier gab's diese, genau. Ja, die Sprunglöcke, so, der taucht.
Kommst du mal her? Danke. Wer das kennt? Jetzt kommt hier der Stern. Hey, nein! Nein, okay. So, ah, Salto. Geile Saltos, genau. Schade, jetzt habe ich keine Feder. Drum wäre ein Secret gewesen. Echt? Yep. Kann ich vielleicht mal hochscrollen? Da oben drin. Ah, okay. Egal. Ich glaube, hier kam noch ein Feuer oder sowas. Ich muss aufpassen. Nee. Aber ich kann da rein. Was da rein? Irgendwo konnte ich rein, genau. Ach du Schande. So. Was damit jetzt? Kann ich die Blöcke hier zurückverwandeln und mir ein paar Münzen holen. Totaler Schwachsinn eigentlich. Der lohnt sich doch gar nicht. Oh. Wow. Ah. Bang. Ne, es gab links auch noch Blöcke, aber das wollte ich jetzt nicht riskieren. So. Ah, ein Bonusspiel! Bonusspiel für Haze. Mein Spezialgebiet. Ich sag dazu nichts. Komm schon! Stern! Nein! Wie doof ist das denn? Ach komm, leck mich! Ja, was ist das jetzt? Ein Perz. Ja. Halt. Ah nein, ich hab nur einen Stern. Jetzt rechts. Oh, das Level, das ist fies. Das ist das mit den Wirbel. Ne, das ist das nicht mit den Wirbelstürmen. Die Wirbelstürme waren bei der Sonne. Da ist ein Pilz, genau. Wow. Vorsicht. Ja. Ach komm, wir machen jetzt ein bisschen. Zacki, zacki. Warte, geht's doch noch. Du hättest es dir einfacher machen können. Ja, aber irgendwo ein P-Switch, ne? Richtig. Heps. Ja, das war auch schon das komplette Level. Cool. Sowas mag ich. Kein Abgrund, kein Feuer. Es waren Abgründe am Anfang. Ja, das zählt nicht. Wow. Jetzt müsste ich ja eigentlich prinzipiell im Schloss sterben. Hm? Weil du sonst hier das Pilzhaus bekommst. Welches Pilzhaus? Ach da! Das unten. Yeah! Wenn ich das Schloss hier schaffe, öffnet sich nämlich dann... Ach, das war das Schloss, okay. Boing. Weiß gar nichts mehr. Das ist das, wo hinter die Stacheln hoch und runter gehen. In der Mitte des Raumes. Kein Plan. Dann kommen Geister. Doch, ich erinnere mich. So. Ich will klein bleiben, dann kann ich nämlich später einen Pilz abgreifen. Eps. Wobei, eigentlich macht das keinen Sinn, ob ich jetzt am Anfang oder später den Pilz abgreife. Nee, der war schon hier. Okay. Jups, gut. Jetzt habe ich das Rutschen unterschätzt. Verdammt. Ach so. Das ist das erste Mal, dass die Buhus vorkommen, ne? In dem Teil. Ja. Ja, deswegen hat die... stand das in dem Brief drin. Pass ja, stimmt. Auf, Geister kommen, wenn du dich umdrehst. Okay, das ist... Das ist noch einfach, der Teil. Eigentlich schon, ne? Der nächste wäre auch einfach, wenn man nicht so extrem rutschen würde. Komm, komm. Ein Stück weiter. Danke. Was haben wir hier? Ach ja. Das ist... Einfach gucken, dass du in der Luft schon ein bisschen bremst. Autsch. Oder sowas machst. Ah! Wie? Nein! Dum, dum, dum. Der ist aber kurz unverwundbar. So, dann werde ich aber tricksen. Wie? Ich aktiviere hier meinen Pilz. Ah. Den Flügel nicht. Also wenn ich den Flügel aktiviere, dann erschieße ich mich. Das geht nicht. Wir brauchen einen. Ich habe keine Lösung bisher in meinem Leben gefunden. Verdammt. Wie man das eine Level in der Eiswelt ohne Flügel schaffen kann. Deswegen. Was? Das geht doch gar nicht. Ich finde es ist möglich, aber es ist extrem schwer und umständlich. Sag ich es mal so. Das wird dann so wie Tubular. Nee, das wird Item Farm. Muss dann einmal das komplette Level laufen, um Pilz zu bekommen, muss dann nochmal durchlaufen, damit du wieder in eine Röhre zurück kannst und dir ein neues Item holen kannst, weil du mindestens einen Schwanz brauchst, um da hochzukommen überhaupt an der Stelle. Komm bitte nach rechts. Du bist ein Arsch. Unglaublich, okay, da hätte ich durchrennen müssen. Können. La 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 la. La. So. Hier, das meinte ich. Okay.
Dann hier warten. Und hier ist die Tür. Ne, noch ein weiter. Oder? Noch ein weiter, okay. Keine Ahnung. Ich könnte auch oben lang, aber das ist mir jetzt ein bisschen zugewagt. Hier ist sie. Zack. Jetzt habe ich Angst, dass ich den verhaue. Ach, den schaffst du locker. Einmal. Zweimal! Oh nein! So was Dummes passiert dann. Ich habe mich auch ein bisschen erschrocken. Luigi. Der große Luigi. Ach mein... Mann. So ein Stress, ne? Das ist ein Spiel, du. Das ist ein Spiel, das ist für mich geschaffen. Ich weiß nicht, I wanna be the guy's ein Witz dagegen. ohne Mist, komm! Das ist, wenn man es kann. Wenn man einmal weiß, was auf einen zukommt. Oh, den Sprung schaffe ich nicht. Wieso springt er so hoch? Ich habe nur getappt. So, ping. Gibt's in dem Spiel, glaube ich, nicht. Oder kennt es nicht. Doch, gibt es schon, aber... Ich weiß nicht, wie das hier gemacht ist. Und vor allem, du darfst jetzt nicht Game Over gehen. Warum? Jetzt muss ich das Level nochmal machen. Ah. Ja, aber das Bonus-Game auch. Ja, super. Als ob man das jemals schaffen würde. Das ist doch so konzipiert, dass es gar nicht geht, ganz ehrlich. Oder glaubst du, Nintendo schenkt dir was? Liebe und Freude. Zuneigung. Ja. Mhm. Träum du mal weiter. So. Ne, oh. Das Rutschen. Das ist hässliche Rutschen. Das ist übel. Dumm. Das ist ein ganz übles Spiel, sag ich dir. Aber ich meine, die Steuerung wäre auch anders gewesen auf dem NES. Keine Ahnung. Okay. Na komm. Ich mag das Level nicht. Ein Sprung halt. Vor allem mag ich die Schlossmusik in diesem Spiel nicht. Ja, die ist nicht so spektakulär. Nee. Ups. Das war im ersten Teil besser. Okay. Jetzt aber. Spring von ein bisschen weiter hinten ab auf dem Block und nicht unbedingt von der vordersten Spitze. Mhm. Weißt du, ich spring jetzt beim nächsten Mal, falls ich nochmal dran komme, spring ich gar nicht von der Plattform ab, sondern schon eins davor. Okay. Ich finde das nur schlimm. Ich muss immer so weit laufen. Kein Wunder, dass Mario das nicht kann. Er ist schon schlapp vom Weg. Dumm, ey. Jetzt wird alles klar. Ich decke hier ein großes Mysterium auf. So. Da kommt der Formp. Den kann ich. Diese Level sind ja so urstkurz. Da passiert gar nichts. Stimmt. Und wie billig eigentlich, ne? Oh, Kante. Schön. Das Horrorschloss. Das ist ja nur dieser eine Sprung. So. Zeig, zeig was. So, lege ich das Gamepad außer Hand, beide Daumen gedrückt. Ich bin mal echt so. Safety first hier. Mhm. Okay. Da kommt der Stein. Und der Geist. Sehe ich um. So schwer ist das nicht. Nein, so schwer ist es wirklich nicht. Und ich stehe nicht ganz in der Mitte. Aber einen Daumen muss ich mal kurz in Ruhe lassen. Ich muss meine Nase kratzen. Haha. Hey, den wow! Ja, der kommt was aus dem letzten. Los? Der kommt aus dem letzten Raum nach. Nein! Auch nicht cool. Ja, aber du kannst durchlaufen, das hast du jetzt gelernt. Mhm.